Kampagne, die Shoyoka gegen ihre Kritiker fährt, wird immer aggressiver. Jetzt hat sie sogar den kleinen Streamer Nemesis gecancelt. Mit welcher Begründung, das schauen wir uns jetzt an. Shoyoka hat einen DCM-Strike gegen den kleinen Streamer Nemesis rausgehauen. Nemesis hatte sich vor kurzem noch darauf gefreut, um 9 Uhr streamen zu können. Aber, ihr seht es hier, Shoyoka hat mich auf die stille Bank gesetzt. Sorry, Pia, du darfst ab sofort weiter bei vor über 3.500 Zuschauern Lügen über alle verbreiten und jeden durch den Dreck ziehen, ohne dass sie sich wehren dürfen. Wahre Opfer dürfen das. Damit spielt er auf Shoyokas ständige Opferhaltung an. Wann klärst du vor deinen Viewern die irrwerften Lügen über mich auf? Was zum Beispiel mit den Neonazis, die ich kenne und mobilisieren könnte? Wann kommt da die Entschuldigung, du armes Mobbing-Opfer? Erzähl doch mal. Obwohl, Twitch.de taggen, das ist nicht gut. Warum wird hier trotz wiederholtem Vergehen nichts gemacht? Also, wie gesagt, auch wenn Nemesis hier zu Unrecht gecancelt wurde und er sich hier wahrscheinlich über Shoyoka lustig machen will, trotzdem, selbst als Scherz sollte man sowas nicht machen, Twitch.de zu taggen, denn Amazon, das ist ein Großkonzern, der sollte nicht darüber entscheiden, was gesagt werden darf und was nicht. Aber schauen wir uns doch mal an, mit welcher Begründung Shoyoka ihn gecancelt hat. Also Shoyoka schreibt jetzt, ja, ich lasse auf Twitch Streamende heute mit DCM, ja, ich lasse auf Twitch Streamende ab heute mit DMCA striken, die mehrere Stunden meiner Streams vollständig restreamen, wenn ich in den Streams gleichzeitig beleidigt, verleumdet, sexualisiert oder pathologisiert werde. Und das ist schlichtweg eine Lüge. Jedenfalls, wenn sie das jetzt auf Nemesis bezieht. Nemesis hat ihre Streams nämlich nicht gerestreamt, sondern er hat darauf reagiert. Er hat sich also aktiv damit auseinandergesetzt, was laut deutschem Zitatrecht völlig legal ist. Ich finde es nicht geil, das zu machen, weil ich ein großer Fan von Fair Use von Material bin. Ich reporte seit Monaten Regelverstöße an Twitch.de. Ja, das haben wir gesehen. Darüber haben wir uns auch alle lustig gemacht. Beziehungsweise das kritisiert, also dass Leute gecancelt werden und denen ihre Meinungsfreiheit genommen wird, das ist natürlich nicht lustig. Wo ich aufs Ekelhafteste beleidigt werde und man Memes von mir in Gulags teilt und die schauen mal, was man machen kann. Ja, du wirst halt normalerweise nicht beleidigt, sondern sachlich kritisiert, eben dafür, dass du eine Feindin der Meinungsfreiheit bist. Also wie man das natürlich auch machen sollte. Also das, was Shoyoka hier macht, geht gar nicht. Wenn Twitch anfängt, seine eigenen Regeln durchzusetzen und auf Reportings zu reagieren, kann ich wieder aufhören, DMCA-Strikes zu forcieren, weil das Recht an meinem Video Material für Twitch wichtiger ist als die Unversehrtheit ihrer Content-Kreatorinnen. Das ist schon echt frech. Shoyoka sagt, ja, ich höre auf, andere unrechtmäßig mit DMCA-Strikes zu belegen, wenn Twitch das tut, was ich will. Also wenn Twitch meine Kritiker sperrt, so ähnlich wie sie es bei KuchenTV gemacht haben. Also das hat wirklich nichts mehr mit demokratischem Diskurs zu tun. Das ist einfach wirklich schlimmes Vorgehen gegen Kritiker. So etwas sollte man nicht machen, wenn man irgendein Interesse an freiem Diskurs hat. Vorweg. Nein, ich lasse keine Personen striken, die sich auf das Zitatrecht beziehen und auch dann nicht, wenn Stunden meiner Inhalte geteilt werden. Es geht mir spezifisch um Hatefluencer, die wirklich ganze VODs über Stunden hinweg restreamen, nur um mich fertig zu machen. Also du darfst Shoyoka kritisieren, es sei denn, du bist ein sogenannter Hatefluencer. Also ganz ehrlich, ich habe bei so einem Stream von Nemesis mal reingeschaut. Ehrlich gesagt, ist mir da kein Hass begegnet. Das ist einfach eine Behauptung von Shoyoka, die sie jetzt an keiner Stelle belegt. So, wir werden gleich noch zu dem kommen, was Nemesis dazu neuerdings geschrieben hat. Aber Shoyoka belegt den Vorwurf hier auch nicht. Hier verhöhnt sie Nemesis sogar. Nemesis, Doppelpunkt, Doppelpunkt, damit macht sie sich jetzt über ihn lustig, dass er nichts mehr sagen kann. Auch Nemesis, sie hat natürlich das Recht, wegen Copyright jemanden striken zu lassen, sofern dagegen verstoßen wurde. Im Allgemeinen steht dagegen das sogenannte Gentleman's Agreement. Aber gut, sie ist ja kein Gentleman, da greift das auch nicht. Naja, da steht nicht nur das Gentleman's Agreement dagegen, da steht auch das deutsche Zitatrecht dagegen. Also gegen Copyright wird ja nicht verstoßen, wenn man auf ihre Streams reagiert, wenn man sich also aktiv damit auseinandersetzt. Laut deutschem Zitatrecht darf man das auch und laut deutschem Zitatrecht ist es natürlich auch verboten, einen deswegen striken zu lassen. Das ist ein Missbrauch dieses Tools. Okay, jetzt teilt sie noch ihre woke Cancel-Bande, die auch schon seit Monaten versucht, Nemesis zu canceln. Also das ist wirklich schlimm, was dem Armen hier passiert. Volle Solidarität mit Nemesis an der Stelle.
Ich werde auch, wenn alles gut läuft und er wieder auf Twitch ist, bald ein Gespräch mit ihm haben. Also, es ist wirklich schlimm, was hier passiert, wie, ja, andere Meinungen einfach niedergemacht werden durch einen Missbrauch des Urheberrechts. Also, und dass Twitch das auch durchgehen lässt, dass Nemesis jetzt wirklich gesperrt ist, das ist unglaublich. Hier hat Nemesis nochmal KuchenTV retweetet. Shuyoka darf ab jetzt Lügen verbreiten. Verbietet sich A. Shuyoka darf ab jetzt Lügen verbreiten. Verbietet aber sich mit. Shuyoka darf ab jetzt Lügen verbreiten. Verbietet aber sich mit damit auseinanderzusetzen. Wie ekelhaft kann man sein? Du redest stundenlang über uns, aber wir dürfen dann nicht darauf reagieren. Ja, absolut. Würde ich absolut zustimmen. Sorry, dass ich den Satz gerade so häufig wiederholen sollte. Es ist. Ja, abends. Ich musste heute den ganzen Tag irgendwelche Texte lesen, habe mir ein Paper von der DGAP heute durchgelesen und bearbeitet. Wird bald auf meinem Erstkanal ein Video kommen. Und ja, da war ich heute relativ beschäftigt mit. Nun ja, das ist auf jeden Fall Shuyokas neueste Cancel-Kampagne. Sie lässt den kleinen Streamer Nemesis hier wirklich, ja, sperren, nur weil er sie kritisiert hat, was absoluter Angriff auf die Meinungsfreiheit in Deutschland ist, was ein absoluter Angriff auf die linke Twitch-Blase ist. Es ist katastrophal, was die Frau hier macht. Sie setzt sich damit gegen Meinungsfreiheit, gegen Demokratie, gegen alles, was uns als Demokraten wichtig sein sollte, ein. Und ja, da müssen wir uns auf jeden Fall wehren. Und das kann man das nicht sagen. Und Kritik daran ist kein Mobbing. Kritik daran ist nicht irgendwas Schlimmes. Kritik daran ist nichts, was wir irgendwie unterlassen sollten oder wo wir uns zurückhalten sollten. Shuyoka setzt sich hier gegen die Meinungsfreiheit ein. Shuyoka fährt einen aggressiven Angriff auf unser politisches Lager und da müssen wir uns dagegen stellen. Einerseits, wenn uns Demokratie wichtig ist, andererseits auch aus strategischer Klugheit. Also wir können nicht zusehen, wie der eine nach dem anderen aus unserem Lager weggecancelt wird, nur weil er mal Shuyoka kritisiert hat. Das ist wirklich unfassbar, was die Frau sich hier leistet.